Hallo, mein lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Banished, die mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Vorneweg, ja, ich habe beim letzten Mal wirklich nur eine Folge aufgenommen. Ich war so müde nach dieser einen Folge, ich habe mich literally hingelegt und erstmal eine Stunde geratzt. Mittagsschlaf. Ich bin jetzt in dem Alter, ich schaff das nicht mehr, 2 Stunden am Stück aufzunehmen. Nein, es hat sich einfach so ergeben. Aber jetzt habe ich fest vor, jetzt ist 12 Uhr, schön bis 14 Uhr durchzuziehen. Wichtig, weil ich habe kaum noch Material für nächste Woche. Also ich bin voll freiwillig hier und ich habe richtig Bock auf das Spiel. Nein, ich habe natürlich immer gleich viel Lust. So ist es. Wir befinden uns im Winter 62 mit 40.000 Nahrungsmitteln, Stückchen auf dem Konto. Wir haben inzwischen 466 Siedler bei uns. Es läuft, würde ich behaupten. Sie sind total angezogen und auch ziemlich gebildet. Es geht jetzt nur noch darum, quasi mehr Nahrung, mehr Leute zu haben. Genau, bis wir hatten gesagt, entweder Jahrhundert erreicht ist oder 900 Siedler. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Starten wir rein, würde ich sagen. Starten wir rein ins Programm. Wir haben jede Menge Viehweiden, wir haben jede Menge Felder, ab und zu mal einen Obstgarten. Ich finde, im Winter kann man mal sehr schwer sehen, was die Leute eigentlich so als, also wo die eigentlich so sind, weil alles so weiß ist auf einmal. Aber ich sehe schon, ich habe ihnen schon ihre Winterjobs gegeben beim letzten Mal. Wir haben das Eisenlimit erreicht. Wir haben mit 1000 Eisen mehr Eisen als benötigt wird. Das ist doch mal was Neues. Ich sehe gerade hier hinten diese Enklave. Das ist natürlich eigentlich ein ziemlich schwieriger Job hier hinten. Könnten da auch ein paar Leute hinziehen lassen, aber es bleibt dabei. Die Laufwege sind inzwischen einfach so weit. Da schlackerst du einfach nur noch mit den Ohren. Weil es gibt nichts, was irgendwie schneller was transportiert. Keine Esel, keine, was weiß ich, Karren, Züge, irgendwas in der Art. Es ist einfach alles pure Muskelkraft. Wir haben jede Menge Brennholz, jede Menge Bier, Leder, alles Wunderbärchen, würde ich sagen. Was soll jetzt noch schiefgehen? Ich glaube, wir können das jetzt auch einfach im Autoplay irgendwie laufen lassen hier, ohne dass ich da noch mit dabei bin. Und dann erreichen wir unser Ziel auch so. Naja, ab und zu müssen wir vielleicht noch ein Haus bauen, aber das ist es dann auch schon. Wichtig ist, glaube ich, inzwischen wirklich viele Verkäufer zu haben, weil die tragen halt alles durch die Gegend. Das sind diejenigen, die unsere Sachen zu den Leuten auch tragen. Quasi diese händische Arbeit übernehmen. Ja, was soll ich sagen? Ich habe jetzt nicht so Lust, hier einfach nur abzuwarten, den lieben langen Tag. Ich will jetzt ja auch mal was machen, was schaffen. Und deswegen bauen wir jetzt einfach mal drauf los. Würde ich sagen. Wenn ich hier bauen kann, wo muss dann die Straße hin? Schon da so zwischen, ne? Was sie hier für Jobs machen sollen, ich weiß es auch nicht. Ihnen wird schon was einfallen. Ich könnte noch einen Fischer bauen. Einfach nur, weil ich kann. Dann brauchten wir aber auch einen Storage-Bahn. Was braucht man mehr zum Glücklichsein? Nichts, oder? Das reicht aus. Ich habe aus Versehen das Rathaus zugemacht. Das hätte ich auch aus dem Menü raus öffnen können, ne? Tja. Nachher ist man immer schlauer. Fragezeichen. Er fragt sich so vieles. Friedhof, das ist alles nichts, was ich unbedingt da vor Ort brauche. Das kann auch alles woanders sein. Aber ich wollte ja neue Ackerfläche
freischalten. Das können wir hier machen. Ohne dass wir der Jagdhütte in die Quere kommen oder diesem Forsthaus oder irgendeinem anderen lebenswichtigen Gebäude. Straße, Brücke. Ja, dann kannst du hier übersiedeln, da zur anderen Seite. Achso. Irgendwie. So. Und dann wird da drüben auch noch gebaut. Weiß nicht, warum ich jetzt so in den Süden gerutscht bin, ans Ende der Karte. Das ist spontan so passiert. Manchmal ist es ja so. Arbeit in diesem Gebäude wurde deaktiviert. Aha. Habe ich das deaktiviert? Spannend. Ich hatte wahrscheinlich meine Gründe. Überproduktion würde ich den Grund hier nennen. Das hier oben gefällt mir auch so gut. Wisst ihr noch, als das hier alles noch flaches Land war? Das waren noch Zeiten. Ist die Steinstraße eigentlich gebaut oder sieht die nur so aus? Ich glaube, die ist noch gar nicht gebaut. Naja, die Leute haben ja jetzt ein bisschen mehr zu tun. Anbauarbeiten, dann weise ich da auch mal ein paar mehr Leute zu. Da kenne ich ja nichts. Da bin ich ja immer großzügig. Wenn es ums Verteilen von Arbeit geht, dann sage ich, hier braucht sich niemand zu langweilen. ~15 × 20 ist die maximale Viehweide. Und was wird da drauf wohl wohnen? Rinder. Ist ja klar. Es ist ja das einzig sinnvolle, sag ich jetzt mal so. Weil wenn wir jetzt mal gucken, Wolle, wie viel haben wir insgesamt? Man muss ja einen Überblick behalten, 910. Das ist definitiv ausreichend. Ich wünschte, es gäbe noch mal 20 für. Ich habe das Spiel einfach durchgespielt und ich brauche gar nicht mehr so langsam das machen. Wir können Kirschen kaufen. Apfelkerne. Haben wir schon Apfelkerne? Ich glaube, wir haben noch keinen Apfel. Kirsch, Kartoffel, kein Apfel. Kürbis. Wir haben Speisekürbis. Aber ich glaube doch, das ist was anderes. Ich gebe jetzt einfach mal aus. Pekannuss. Auch noch nicht. Wow, der verkauft uns echt hier den nice Stuff. Würde ich sagen. Weizen haben wir natürlich schon, oder? Da. Jetzt nicht durcheinander kommen hier. Wolle, Stahlwerkzeuge, Birne, Brennholz. Nö. Lassen wir es mal so. Um das zu kriegen, müssten wir wo ist unser ganzes Leder hin? Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann. To be honest. Ich glaube, das wird schon schwierig. Ich habe noch 800 durchs Bier. Wintermantel, Wollmantel. Ja, und jetzt kann ich das Brennholz verkaufen. Das sollte ich da, habe ich ja eigentlich dazwischen gelagert, um für schlechte Zeiten vorzusorgen. Und dann sagen wir mal 1500. Ich kann jetzt echt nicht Mathe machen. Ihr könnt jetzt nicht von mir verlangen, dass ich jetzt hier anfange rumzurechnen. 1000 ist zu wenig, haben wir festgestellt. ~1200, ~1180, ~1160. Immer noch 20 zu viel und 4, das sind 5, also 55. Yay! Wir haben jetzt fast alles. Großer Kürbis, das ist einfach wirklich nochmal ein anderes Gemüse. Bis auf 2 haben wir jetzt alle Samenarten uns zugelegt. Super.
Einfach mal haben. Weil haben ist besser als brauchen. Kräutersammler ist fertig. Hat das Limit erreicht. Ja, dann hört es mal auf zu arbeiten. Dann hört es doch halt einfach auf zu arbeiten, wenn ihr keine Lust mehr habt. Schmied, das Gleiche. Ich würde vielleicht mal alle, die mit Eisenwerkzeugen sind, aufhören lassen zu arbeiten, oder? Das sind Schmiede, ein Schmied weniger. Kräutersammler, ja, komm, eins kann man auch aktiv lassen. Das tut nicht Not. Ich habe jetzt wieder irgendwas geschlossen, ohne drüber nachzudenken vorher. Was passiert den Besten? Ein Arzt. Die zwei Leute haben Kräutersammler. Ja, die Kräutersammler. Ja. Vier. So. Wir haben 154 Wohnhäuser auf fast 200 Familien. Das ist ein bisschen wenig. Haben wir überhaupt schon irgendwas geerntet? Ich habe nicht das Gefühl. Oh, hier ist irgendwas. Shit. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass sich da ein Käfer eingenistet hat. Blöd. Vor allen Dingen, die Dinger brauchen richtig lange, bis sie wieder fit sind. Das sind so 3 Jahre oder was, die wachsen. Ja, es wird wohl weniger Bier aus Birne geben, vermute ich, in nächster Zeit. Birnenbier ist leider aus. Tja, nicht mal die Bauarbeiter kommen hier hin, in diese entlegene Enklave. Die sagen sich, nee. Die Strecke? Nee, das mache ich nicht. Das durchgestrichen heißt, es fehlen Ressourcen. Das mit dem Stoppschild heißt, aktiv selber beendet. So, die Holzquelle hier wurde jetzt auch nochmal unlocked. Schade. Schade drum. Dies ist einfach schade. Mhm. Hauptsache, ihr wisst alle, wo ihr euer Zeug hinzugeben habt. Das ist mir das Allerwichtigste. Nicht, dass da Zeit verloren geht, weil sie noch nach dem richtigen Lager suchen. Ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Einfach abladen, gut ist. Ja, es mit den Kräutern ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Wenn jetzt wirklich wieder eine Pandemie kommt, dann können wir uns gar nicht genug freuen über den ganzen Mist. Naja. Ja. Lustig. Hier wurde Eisen abgebaut, um den Lagerplatz für diese selbigen Ressourcen freizumachen. Tja, ja, so ist das. Wie geht's euch, Leute? Es ist jetzt schon 1. November, es ist fast Weihnachten, es ist heftig. Ich habe jetzt gerade PC-Update an der Stelle. Den PC soweit fertig, aber ich habe leider die falsche Kühlung bestellt. Die passte nicht ins Gehäuse, jetzt habe ich die zurückgeschickt und nochmal neu bestellt. Aber das verzögert jetzt leider den ganzen Aufbau. Wenn dann erstmal die Kühlung drin ist, muss ich dann irgendwann an einem Tag die ganzen Festplatten aus dem alten PC rausnehmen, rüberbringen in den neuen. Die Festplatte C formatieren und Windows neu installieren und so Einstellungen halt vornehmen. So, ja, was weiß ich halt. Oh, es ist übrigens schon Winter. Halt OBS einrichten und diese Sachen, damit ich dann auch wieder aufnehmen kann. Und streamen kann. Deswegen, das wird alles noch ganz schön viel Arbeit. So.
Man unterschätzt das, glaube ich. Wie viel Zeit da doch ins Land geht. Ansonsten kann ich sehr gute Fortschritte beim Autofahren vermelden, denn es gibt in Berlin zwei Kreisverkehre, die furchtbar beängstigend sind. Das eine ist der Ernst-Reuter-Platz und das andere ist der um die Siegessäule rum. Und ich habe es neulich geschafft, ganz alleine das erste Mal die Siegessäule zu meistern. Ohne Unfallrisiko. Es war super tiefenentspannt. Ich war sehr, sehr stolz auf mich. Aber meine Güte, ging mir die Pumpe, als ich da an der ersten Ampel stand. Ich war so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich fahre jetzt rauf. Oh mein Gott, ob ich das überleben werde. Ach so, nee, der Lagerplatz ist sogar schon fertig. Sehe ich gerade. Wieso mache ich dieses Gebäude immer wieder zu? Es ist doch wirklich... Oh, nicer Unterschied. Aber wird nicht ganz ausreichen. Wir haben inzwischen schon mehr Verbrauch. Es wird einfach nicht, es schneit einfach nicht. Die Felder, die bleiben einfach. Ja, was soll ich machen? Da sagt man immer so schön, da machst du nichts, da guckst du nur. Ah, jetzt ist es soweit. Ah, jetzt ist schon wieder vorbei. Das ist sehr, sehr schönes, angenehmes Wetter, würde ich mal behaupten. Gut, regnet halt ein bisschen, aber irgendwas ist ja immer, ne? Die können hier im Frühling einfach nochmal abernten. Das ist interessant. Das ist, man kann wirklich beobachten, dass nicht jedes Jahr gleich ist. Das macht Spaß. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Es gibt da doch die natürlichen Schwankungen. Oh, ein Gesteinsbrocken ist herabgefallen. Was ist mit dem Kollegen hier? Der muss aber auch ein bisschen lost sein bei 6000 Brennholz. Es ist wirklich einfach nicht. Es schneit einfach nicht diesen Winter. Cool. Klimawandel hat auch Banish erreicht. Ja gut, dann nehme ich die da auch wieder raus aus ihren Jobs. Alles auf 20 runter. Reicht immer noch nicht. Wow. Man merkt, dass ich viele Leute gerade abgestellt habe zum Arbeiten. Für Bauprojekte. Was mache ich hier? Falsch? Was mache ich hier falsch? Grundlegende Frage. Tja. Ich würde sagen, Folgentitel ist auf jeden Fall gesetzt. Klimawandel in Banished. Schreibe ich mir das jetzt auf? Werde ich es vergessen? Höchstwahrscheinlich. Das sind so Sachen, da nehme ich mir immer vor, ach, das will ich mir mal merken für den Folgentitel und dann, ja, Gehirn. Schafft es nicht. Ich versuche jetzt mal eine neue Taktik. Ich schreibe mir das jetzt mal selbst auf WhatsApp. Das ist eine Taktik, die habe ich ganz, ganz neu gelernt. Die kannte ich noch nicht vorher, dass man sich selber eine Nachricht schreiben kann. Jetzt müsste ich halt wissen, welche Nummer das hier ist, ne? Wissen wir das? Kriege ich das hin? Müsste 36, glaube ich, sein. Nagelt mich mal drauf fest, ob ich das hingekriegt habe. Weil ich muss sagen, dieses Hochladen von den Videos ist super easy. Das macht gar kein Problem. Aber ich muss dann meistens 3 Wochen später nochmal in die Folge reingucken und versuchen, mich zu erinnern, was irgendwie sinnvoll war, was man als Folgentitel nehmen kann. Dann schaue ich immer nochmal rein, irgendwie 5 Minuten, und bin so, oh, keine Zeit. Und nehme ich einfach irgendeinen random Satz, der da gefallen ist in diesen 5 Minuten, die ich halt gerade spontan gesehen habe. Naja, so ist das Leben. Es ist übrigens sehr wichtig, dass erst der Markt fertig wird und dann die Häuser. Andersrum macht nicht so viel Sinn.
Ey, das ist wirklich im Winter nicht alle gegangen hier. Das Zeug. Die machen das jetzt einfach jetzt weg. War den ganzen Winter da gestanden. Wird jetzt abgeräumt. Wie kann ich es schaffen, mehr Stein zu bekommen? Frage ich mich. Ich habe ja schon zwei Steinbrüche. Der eine ist sogar schon fast leer. Guck mal, wie tief es da runter geht. Die sind schon fast bis zum Erdkern fortgeschritten. Vielleicht brauche ich davon noch einen dritten. Ich meine, was soll potenziell schon schief gehen? Oh, sowas ist unbefriedigend, ne? Kennt ihr das? Da ist ganz links unten ein ganz kleines Minifeld, was mich davon abhält, das zu tun. Naja. Da machst du nichts, da guckst du nur, sage ich immer. Huch. Ah, da wollen ungefähr wieder 500 Leute bei mir einziehen, wahrscheinlich. Ja, 63. Das mache ich halt nicht, weil das ist viel zu hoher auf einmal Bedarf. Ich meine, ich könnte die Leute ja nicht mal irgendwo unterbringen. Ich habe ja gar keine Häuser frei für die. Ich glaube, das Spiel will einem da immer so ein bisschen verführen. Aber ich lasse mich natürlich nicht verführen, ist ja klar. Die ziehen sich hier wie die Ameisen durch die Gegend. Ich habe hier hinten noch Potenzial für eine neue Enklave. Man müsste ja eigentlich auch nur übers Ufer gehen. Über 7 Brücken musst du gehen. So. Das ist ja nicht mal viel Material, was da benötigt wird für 22 Steine. Entschuldigen Sie, Herr Frau Händler, haben Sie zufällig Stein dabei? Nein, das ist aber unglücklich. Aber dafür so ziemlich alles andere essen, was es in diesem Spiel gibt. Tja, kann man nichts machen. Brennholz, Mais, Leder. Alles da oder nicht da? Händler 6. Tja, Leder ist wirklich der beste Call gerade zum Verkaufen, für mich persönlich. Ich weiß, alle Leute behaupten irgendwie, Brennholz wäre sinniger, aber ich, für mich nicht. Ich sage einfach ganz klar nein. Oh, der Marktplatz ist fertig. Wie schön. Oh mein Gott, die Fischerhütte ist schon fertig. Und dabei wohnt da noch nicht mal einer. Oh, das eine Bauprojekt ist fertig, das sieht man. Fischerhütte 40, bitteschön. Da fülle ich doch sehr, sehr gerne auf. Bierbrauer, Schneider. Passt so. Gebe ich meinen Segen. Ja, mit Annes Segen. Vierzehn passt nicht. Ah. Gerade mal so 13 mal 20. Enttäuschend klein. Sind die Häuser hier fertig? Ja. Achso, die drei hier oben noch nicht. Die waren aber auch ganz spontan nochmal dazugekommen. Ohne viel drüber nachdenken. Böp. Wie, du willst hier bauen? Nee, nee, nee. So ja mal nicht, ne? Da mache ich... Ich kann übrigens ganz schlecht Geräusche nachmachen, ne? Das ist einfach ein Skill, den habe ich nicht. Naja. Ich habe es versucht. Im Zeugnis steht, sie hat sich stets bemüht. Würde man sagen. Nett hier. Oh, die beiden wohnen jetzt hier. Wo ist ihre Arbeitsstelle? Entschuldigen Sie, wo ist eigentlich Ihre Arbeitsstelle?
Oh mein Gott. Ich glaube, da wird Pendlerpauschale fällig bei der Strecke. Tja, will mir das Spiel sagen, ich bräuchte hier mehr Häuser. Was ist das? Was mir das Spiel mitteilen möchte. Aber dieses sind halt außerhalb von dem Markt hier. Vom Markthaus. Und da wissen wir alle, das ist das Wichtigste. Hauptsache im Umkreis davon. Die Immobilienpreise sonst fallen ins Bodenlose. Naja, nach dem jetzt so seichten Winter werden wir bestimmt nicht das Glück haben, nochmal so entspannt durchzukommen. Würde ich sagen. Was schätzt ihr, wie viele Wohnhäuser brauchen wir für 900 Siedler? Wir haben jetzt 160 auf 472. Ja, es wäre ja dann fast das Doppelte, ne? Also etwa 100, 300. Wow. Wie soll ich das schaffen? Frage ich mich. Jäger und Bauarbeiter. Bauarbeiter gut, weil hier sind noch andere Bauprojekte in der Nähe. Jäger wahrscheinlich wieder nicht, naja, doch geht. Da will ich noch ein Auge zudrücken, sagen es noch im grünen Bereich. Naja, nicht jeder direkt neben seiner Arbeitsstelle wohnen. Ja, die Frage wird sehr spannend. Schaffen wir es auf 300 Häuser oder auf sehr 100 zuerst? Ich glaube, auf sehr 100. Das ist gar nicht mehr so lange. Vor allen Dingen bei zehnfacher Geschwindigkeit. So. Wie arbeitet da hinten? Ja. Ja, ganz entspannt. Ist halt auch so ein bisschen eine Sache von Angebot der Arbeitsstellen. Wenn es hier in der Nähe zu viele freie Stellen gibt, aber zu wenig Häuser, dann müssen die halt von weiter wegkommen, um die Stellen zu besetzen. Ist ja logisch, ne? Achso, ja, jetzt hat der Spätherbst schon zugeschlagen. Ja. Diesmal sogar bei 9, wo es letztes Mal nicht unter 30 geworden ist. So sind wir alle dem Wetter als höhere Gewalt schutzlos ausgeliefert. Ein weiterer Sammler. 80 Bergbau. 35 Steinmetz. Der zweite Marktplatz ist ja jetzt fertig. Oh, und 45. Leute, die bauen. Ja, das werden wir nicht ganz hinkriegen. Da würde ich mich mal ganz vorsichtig aus dem Fenster lehnen und behaupten, das kriegen wir nicht ganz hin. Lagerhaus, Storage-Bahn. Fisch. Wenn der Storage-Bahn nicht bald fertig wird, müssen die mit dem Fisch, wenn die so lange bis zum nächsten Lager brauchen, dann ist der schlecht bis dahin. Würde ich jetzt mal sagen. Irgendeine Person friert immer, ne? Da kann es noch so warm sein. Irgendwas ist immer. Ich frage mich, ob ich, wenn der Steinbruch leer ist, ob wenn ich das abreiße, ich das da theoretisch wieder hinbauen könnte. Naja. Werde ich heute nicht mehr rausfinden, aber es würde mich interessieren, ob das halt dann wirklich Brachland ist. Da kann man vielleicht einen See draus machen, wie bei wenigen Bergkohlebergbaugebieten im Osten von Deutschland. Mach's einfach Wasser rein. Renaturierung, fertig. Genau. Soweit wird es aber erst beim nächsten Mal kommen. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es so war. Und abonniert selbstverständlich diesen Kanal. Dann seht ihr mal, wenn eine neue Folge Banished online geht. Man weiß, wie viele es noch sind. Ich würde mich auf jeden Fall auch freuen, euch mal auf Twitch zu sehen. Ich versuche derzeit sehr viel regelmäßig auf Twitch zu streamen. Und zwar zweimal die Woche. Einmal Factorion und einmal das Pokémon Nuzlocke schwarze Edition. Würde mich freuen, wenn ich euch da mal sehen würde. Ansonsten sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!